Wir sind jetzt gerade in Arco, in einem Gebiet, das heißt Massone. Das ist bekannt für die richtig vielen Schwanrouten, das in die riesen Höhlen von Massone gibt, wo man richtig viel Ausdauer braucht zum Klettern. Und ja, es gibt echt schwere Touren. Also ich komme jetzt seit 20 Jahren in Arco und für mich ist der Platz immer noch besonders. Also wir sind in einem Gebiet, das gleich südlich von den Alpen ist. Also im Norden haben wir wirklich Hochgebirge und im Süden haben wir Mittelmeer. Und da ist so ein kleines Paradies genau zwischen einigen geteilt, wo ein See ist, Kultur, Klettersport. Und das hat sich irgendwie so zusammengetan, dass es eigentlich seit Jahrzehnten schon einer der Hotspots in Europa für Sportklettern ist. Und für mich ist Arco wirklich ein Platz, wo man mit Freunden herkommt und nicht nur ein schweres Klettererlebnis, sondern einfach eine gute Zeit hat. Arco ist einfach das perfekte Gebiet zum Urlaub machen und aber zum Schwerklettern auch, weil man das einfach super vereinen kann. Und ja, es ist einfach, sobald man in Arco ist und durch die kleine Stadt geht, kommen wohl die Holiday-Feelings auf und das ist schon voll lässig. Was mir extrem taugt in Arco, ist, dass ich einfach, weil ich schon so lange daher fahre, dass ich sehr viele Leute schon da kenne. Zum Beispiel der Marco Gelato, der da schon seit 30 Jahren sein Eis produziert. Und den ich wirklich schon so lange kenne und immer wieder herfahre und frage, wie es ihm geht. Ich glaube, was da den Unterschied ausmacht, warum man sich sofort wie auf Urlaub fühlt, ist einfach auch, dass die Leute alle so nett und freundlich sind und man fühlt sich sofort willkommen. Und ja, ist einfach richtig nett da. Und die Stimmung ist einfach, die Atmosphäre ist ganz andere wie daheim. Und das macht es, finde ich, schon voll aus. Egal, ob man da jetzt 2 Stunden herfährt oder ob man da jetzt 5 Stunden fliegen muss. Ein Potenzial ist Ende nie. Also es gibt da genug Fels, dass ich wenigstens die nächsten 20 Jahre oder 50 Jahre klettern kann. Also mir wird nie langweilig in Arco. Deswegen, glaube ich, werde ich da immer wieder zurückkehren.